Hallo, ihr Lieben. Ich glaube, ihr wartet schon wieder auf ein Video von mir. Also, ja, Video. Mein Fortschritt. Das Vögelchen macht sich, ne? Es macht sich. Ja, es macht sich. Und meine Nerven machen sich auch. Aber leider in die andere Richtung. Weil, boah, dieser Vogel verlangt mir alles, einfach alles ab. Also auch mir wirklich. Und wenn ich mir da zurecht bedenke, ich habe ihn ja jetzt schon mal nach oben geschoben hier. Ihr könnt schon sehen, hier unten ist Ende. Yes, Ende. Aber ich habe gestern schon mal überlegt, also ich muss hier, wobei, wenn ich mir das mal so recht und ich neugierige, ich bin mal hier neugierig, dann wird das hier so langsam einfacher. Es wird einfacher. Hier ist Colorblocking. Seht ihr? Oh, am Schluss. Cool. Cool, aber ja, ich bin leider noch nicht am Schluss. Das ist mein Problem, ne? Also, freuen wir uns mal noch nicht. Machen wir mal hier weiter, ne? Eben gerade habe ich die ganze Schale hier umgeschüttet. Habe ich mich auch mega gefreut. Natürlich noch mitten aufs Bild. Ja, war ganz toll. Immer wenn es mal wieder schnell gehen soll oder es war mal wieder irgendwas oder Telefon klingelt oder sonstiges. Ja. Wie sammelt man zum Beispiel diesen ganzen Sarotti hier auf, wenn das sich hier auf dem Bild verteilt? Ganz einfach. Ihr fegt alles zusammen. Guckt, dass hier kein Kleber ist. Nehmt den Finger, macht ihn etwas feucht. Also mit anderen Worten, ja, ich weiß auch nicht, ich muss verrückt sein, aber okay, warum nicht? Ja, jetzt habt ihr das hier alles hier so schön verschüttet. Hier, ich habe schon extra geguckt, ist nichts. Also kehrt ihr alles zusammen. Aber meistens bleibt es ja auch an den Fingern kleben. Jetzt gibt es an Pe Oh Gott, ey, was habe ich jetzt hier nur getan? Oh nein. Aber meistens, also es gibt in den uns bekannten Painting-Geschäften, gibt es kleine Hilfsmittel. Und wenn wir die kleinen Hilfsmittel nicht haben, dann werden wir erfinderisch. Und dann nehmen wir unseren altbekannten Freund, den Kollegen hier. Wir kehren alles zusammen. So, und leider haben wir jetzt natürlich kein Kehrblech, so ein kleines. Also, wir nehmen den Finger. Ja, wir sind erfinderisch. Immer. Müssen wir sein. Aber, ganz ehrlich, jetzt habe ich hier so ein Steinchen im Mund. Habt ihr das auch schon mal gehabt? So ein Stein im Mund? Ich muss jetzt wirklich mal, ich muss euch was erzählen. Ich habe gedacht, ich hätte eine riesen Zahnlücke. Mir wäre irgendwo eine Plombe rausgefallen oder sonstiges. Ich habe mir also in heller Panik, ja, siehe unten, das war meine Pinzette. Ich habe mir also in heller Panik einen Termin bei meinem Zahnarzt gemacht, konnte nachmittags dahin, fahre dahin, weil ich wirklich dachte, ich hätte eine Zahnlücke. Und er sagt zu mir, Frau August, da haben Sie aber was ganz Komisches zwischen den Zähnen, was ist das denn? Und holt mir so ein Steinchen hier raus. Ehrlich, das ist jetzt ungelogen. Ich bin in dem Zahnarztstuhl wirklich mehr oder weniger vor Scham und ich musste aber auch lachen. Und dann hat er natürlich auch gefragt, wie kann denn sowas passieren? Ich sage, ja, hier so und so, ich painte. Er war auch sehr interessiert, hatte auch einen Moment Zeit, hat sich schon angeguckt. Okay, war aber ein Mann, ich meine. Es gibt selten Männer, es gibt ein paar Männer, ja. Es sind mir schon begegnet, aber hey, eigentlich sind wir ja weiblich, ne? So, dann habe ich extra für euch hier mal diesen Spaß hier gemacht, ja. Damit ihr auch mal seht, denn selbst sowas kann auch uns passieren, die wir jeden Tag painten. Ist also kein Anfängerfehler, sondern ist wie es ist. So, ich habe jetzt, glaube ich, hier alles. Es gibt Kolleginnen von mir, die haben dafür so einen schönen Staubsauger. Soll es auch geben, aber ja, ich finde, das geht auch immer noch so. So, ja, ne, hier liegt noch einer. Hier ist auch noch einer. Wir haben sie wieder alle. Das ist übrigens, welche Farbe haben wir denn hier? Ah, unser Segelschiffchen. Diese Farbe. Hier. Ich zeige es euch mal eben gerade. Ach nein, meine Pinzette war ja runtergefallen. Guck mal her. So. Dieses Schiffchen hier. Ja, hier.
Dieses Schiffchen ist die Farbe 995. Und da ich ja von Natur aus meistens ein fauler Mensch bin, ist manchmal die Frage, wo tust du denn die Tütchen hin, die du nicht nehmen kannst? Tupperdose, ne? Wie immer. Und hier sind die Farben, die alle noch verpaintet werden müssen. Man kann das ordentlich machen, habe ich am Anfang auch gemacht, habe sogar noch Farben sortiert, aber ja, jetzt wird es hier immer leerer. Hier seht ihr auch übrigens immer die kleinen, das ist auch Konfetti, die kleinen, die mir hier zwischendurch immer mal runterfallen oder die hier irgendwo verteilt auf meinem Bild liegen. Ich suche ja dann nicht jedes Mal wieder die Schächtelchen raus. Also meistens geben die Händler so viel Farben mit, dass wir jetzt nicht wegen einem einzigen Stein wieder die Schächtelchen aufmachen müssen. So. Bei Hidden Bild ist übrigens ganz gut. Ihr fragt euch gewiss, was ist denn Hidden Tier hier nebenan? Oder die meisten kennen es, also wer länger in der Szene ist, kennt es. Ich erkläre es trotzdem nochmal. Washi Tape. Warum Washi Tape? Washi Tape, ganz simpel. Geh mal hier eben gerade hin. Ihr seht hier, oh, Color Blocking. Ja. Hier ist so ein Überrand, ne? Und hier ist der Überrand sehr gering mit Kleber. Aber es gibt Bilder, da ist der Überrand bis hier hinten dran. Und wenn ihr paintet, besonders hier hinten in der Ecke, hier so, muss da mein Paintingstift hier. Wenn ihr hier so in der Ecke paintet und ihr bleibt hier mit dem T-Shirt immer liegen, ist das einfach, es fusselt. Und irgendwann ist die Klebkraft einfach, ja, dahin. Gerade hier so am Rand, wenn ihr da immer mit eurem T-Shirt, Pulli oder was auch immer, auch mit der Haut da drüber, dann ist irgendwann das hier einfach, ja, es klebt nicht mehr. Bei Hidden Bild macht es eigentlich wenig Sinn, Washi-Tape zu nehmen. Und trotzdem habe ich es gemacht, weil gerade wenn ich hier hinten painte, ich auch hier auf diesem kleinen Stück immer hängen bleibe. Also nehme ich mir Washi-Tape. Und klebe dann diesen Rand hier ziemlich nah am Rand einfach so ab. Und dieses Washi-Tape bleibt dann auch bis zum Schluss auf dem Bild, bis dass ich fertig bin mit Laminieren und es wieder abschneide. Weil das Bild, ich nehme euch dann mal mit, wenn ich es mache, wird so ziemlich hier am Rand abgeschnitten. So, jetzt komme ich hier unten auch mal gerade noch so ins Eck. Hm? Ja. So, und natürlich, man kann jetzt das direkt von Anfang an fertig kleben, aber man kann auch Stückchen für Stückchen machen, weil ich bin jetzt ehrlich gesagt, nee, ich möchte die Folie nicht überall abziehen. Deswegen mache ich dann jedes Mal da, wo ich painten will oder da, wo ich mir so ein Stück abgeschnitten habe, klebe ich dann auf Washi-Tape hin. Deswegen haben wir hier oben auch ein anderes Washi-Tape und es ist dann hier oben, löst es sich schon, aber hey, so what. Hier ist ja eh alles fertig. Und von daher macht das relativ wenig aus. So. Es wurde, ich muss mal meinen Pinsel hier wieder weg und hier ist noch so ein. Es wurde auch gefragt nach der Lampe. Ja. Ich liebe meine Lupenlampen. Hier ist eine festmontierte Lupenlampe. Ja. Und hier hängt noch Weihnachtsdeko dran. Die könnte ich auch mal abnehmen. Okay. Hier ist eine feste Lupenlampe. Die finde ich total klasse, weil man kann sie in der Farbe und in der Helligkeit, ich mache mal hier alles aus, in der Farbe und in der Helligkeit kann ich es verändern. Jetzt wird es weniger, jetzt wird es wieder blau und gelb, blau, also dieses helle Licht, gelb, dieses warme Licht, aus, ja genau, aus. Wo ist denn hier bloß ein Minus hier oben? So, hier wird es hell, also kann auch richtig hell werden. Also, um nicht zu sagen, grell. Und hier können wir dann, ach Gott, auch die Farbe ändern. So. Ich bin ja ein Mensch, der eigentlich, ich hasse helles Licht. Ich finde das ganz schrecklich. Morgens früh, ich bin tatsächlich jemand, der Pferde springt, im Dunkeln zu duschen. Um mich dann fertig zu stylen, okay, muss ich natürlich Licht anmachen, aber nee. So, das hier nehme ich meistens, um mir hier meine Farben
gerade wenn es dunkel wird abends und ich diese helle Deckenbeleuchtung nicht haben möchte, reicht mir dieses Licht wunderbar, um hier einfach diese Farben anzustrahlen. Die Lampe hat hier, kann man sie festdrehen, so dass sie sich praktisch gar nicht mehr bewegt. Geht aber nicht so gut für mich. Ich muss ab und zu schon mal den Kopf hier etwas verändern. Diese Lampe kann ich theoretisch gesehen über den ganzen Schreibtisch bis nach hier drüben ziehen. Das ist natürlich bei diesem Bild ein bisschen tricky. Und ich muss bei diesem Bild sowieso auch immer schon mal schieben. Aber ihr könnt sehen, je mehr ich nach hier drüben geschoben kriege, hier ist dann irgendwann Ende, desto eher besteht die Chance, dass ich hier auch noch durchgucken kann. Dann stelle ich sie mir so ein. Ich weiß nicht, kann man es so durch die Kamera sehen? Ja. Dann stelle ich mir die Lampe so ein. Ja. Also ich meine natürlich ein bisschen höher, weil sonst wird es ja auch blöd hier. Ich komme ja dann nicht drunter. Ja, und dann kann ich hier feststellen, dass hier auch noch so ein blaues Ding liegt. Und ich bin ja kurzsichtig. Heißt also, ich muss auch im Alltag eine Brille tragen. Ich habe früher tatsächlich aus der Drogerie oder sonst woher so dicke Dioptrienbrillen genommen, damit ich so eine Lupenbrille hatte. Aber hey, dann fehlte wieder das Licht. Also habe ich mir irgendwann überlegt, okay, da muss irgendwas anderes gehen. Ich könnte mit Lightpad painten. Könnte ich. Aber ich mache es nicht. Weil der Monk in mir. Ne? Hier seht ihr, es gibt immer mal wieder hier so kleine... Hier, diese kleinen Ritzen hier zwischen. Ja. Wenn die Steine nicht ganz exakt hundertprozentig liegen. Ich bin ja auch so ein Perfektionist, bin ich leider. Und wenn ich dann mein Lightpad habe und sehe diese Straßen, die hier zwischen sind, dann fange ich schon wieder an und sortiere hier alles aus. Und deswegen habe ich dem Lightpad auf Wiedersehen gesagt und nutze Lightpad nur dann, wenn der Druck wirklich richtig, richtig, richtig schlecht sein sollte. Und er ist bisher noch nie bei einem Bild so schlecht gewesen, dass ich echt mein Lightpad aus der Schublade ziehen würde. Und deswegen liebe ich meine Lupenlampe. Aber die hier finde ich ja sogar noch viel besser, weil... Ich kann mit der Lampe wandern, wohin ich will. Wenn ich also jetzt hier hinten painte, kann ich hier hinten hin wandern. Im Moment muss ich hier auf der Mitte painten, also painte ich hier. Und diese Lampe ist richtig schön hell. Gut, kann die andere natürlich auch. Und ich finde, die ist noch, ich weiß nicht, entweder ist es stärker oder ich sehe dadurch klarer. Ich kann es euch nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich habe diese Lampe schon ewig, also bestimmt schon anderthalb Jahre. Die tut immer noch gute Dienste. Und ist beim netten Händler wie immer A, ne? Netter Händler, großes A, für relativ günstig. Ich glaube, ich habe dafür 25 Euro bezahlt, also da kann ich jetzt auch nicht meckern. Von dem her gesehen. Und die kann ich mir hier oben auch drehen, wie ich möchte. Die kann ich mir hier in der Höhe drehen, wie ich möchte. Und ihr seht hier unten mal diese Lichter. Gott, ist das hell. Ja, und dann kann ich sie mir hier drehen, kann sie abends zuklappen, wenn ich fertig bin. Übrigens, wenn ich hier zuklappe, sind meine Hunde, egal von wo sie liegen, ich meine, jetzt wissen sie, okay, hier tut sich noch was, die springen auf, aha, Frauschen ist fertig. Ja? Also, auch noch Weckruf. Gut, und dann kann ich den Kopf hier auch nochmal drehen. Das heißt, ich könnte jetzt also wirklich auch so schräg painten, ja. Ich bin jemand, der paintet so meistens. Ja. Und dann, ja, Steinchen für Steinchen Qualität, ne? Hier ist noch ein bisschen Patafix. Ich habe gesehen, die liebe Petra fand Patafix total klasse. Also ich mag es, wie gesagt, auch. Ich liebe es und zeige euch jetzt mal so ein kleines bisschen, wie ich mit Patafix painte. Und dann könnt ihr, wahrscheinlich werdet ihr auch Zeuge davon, wenn die Klebekraft auf einem Bild nicht ganz so toll ist, dann bleibe ich mit dem Patafix auch schon mal hängen. Lieber Kameramann, ich weiß nicht, ich glaube, du siehst alles, ne? Kleiner Tipp noch am Rande. Ich würde, oder ich habe es mir angewöhnt, dass ich einfach hier nochmal mir eine Sicherheit gebe. Ja, also ich könnte jetzt natürlich auch so painten, aber nein, ich muss es ja sehr akkurat haben. Deswegen halte ich hier nochmal mit meinem Finger oben drüber und habe dann eben die Möglichkeit, ganz strack zu painten. Also, wenn das jetzt hier nicht korrekt liegt, meiner Meinung nach, bin ich auch so blöd und tut mir leid, ist so, der Monk in mir, ne? Und ziehe nochmal alles nach. Und ich liebe diese gebogenen Pinzetten dafür. Ich liebe die einfach wirklich. Ich würde diese gebogene Pinzette nicht nehmen zum Painten, weil A, macht mich das irre, weil ich hier immer hänge,
oft rutsche ich ab, ja. Kann hier meinen Finger nicht, ja, da müsste ich hier so gucken, ja. Und ich bin einfach schneller, wenn ich mit meinem Stift hier painte. So. Ich habe es eben gerade, ich habe jetzt leider keine große Klebefläche mehr von dem. Aber ich zeige es euch trotzdem mal. Also, schütteln, schräg halten. Hier zum Beispiel, seht ihr jetzt, ach ja, da ist vom letzten, von der letzten Farbe noch einer übrig geblieben. Der kommt jetzt einfach nur noch, wenn ich ihn dann wiederfinde, in meine Box hier rein. Oder aber liegt jetzt irgendwo hier auf dem Bild. Wird mir gleich dann wahrscheinlich irgendwo begegnen oder falsch stecken. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo er jetzt hin ist. Okay, bisschen schräg halten, bisschen nach unten kippen. Dann habt ihr hier diese vielen Steine nebeneinander. Und einmal hier abrollen. So, und jetzt seht ihr ja hier, ich habe eigentlich keine Segelschiffchen mehr, die ich hier bepainten müsste. Also, ich gehe jetzt mal einfach hier mitten drauf. So, jetzt seht ihr, das meinte ich eben gerade, wenn die Klebekraft nicht so ist wie euer Putterfix, ja, dann passiert Folgendes. Ja, so, jetzt könnte ich ja anfangen hier und so weiter. Ja, bisschen drehen, bisschen kippen, vielleicht mit dem Fingernagel auch ein bisschen. Ist schon mal ein bisschen nervig. Hier ist die Klebekraft etwas schwach. Vom Hersteller, wie auch immer. Ist natürlich für mich nachher wunderbar, weil ich kann einfach die Stifte, die Steinchen so abheben, kann sie hier wieder reintun, abgesehen davon, dass sie ja hier sowieso falsch sind. Hat Klebekraft, wenn es eine super Klebekraft ist, immer für und wieder. Ja, super Klebekraft heißt, Steine laufen, alle ist wunderbar. Ich kann mit meinem Putterfix hier alles so schön abrollen. Schlechter sieht es dann aus, wenn ich hier so einen Stein abmontieren muss. Bei diesem Bild ist die Klebekraft tatsächlich etwas unterschiedlich. Ist herstellerbedingt, war kein großes Drama. Ist aber so, dass mir das aufgefallen ist. Am Rand ist die Klebekraft relativ schwach. In der Mitte ist sie ganz gut. Aber Putterfix ist halt eben ein bisschen stärker als Wachs. Dafür unwahrscheinlich haltbar. Ihr müsst abwägen. Also die einen möchten es gerne mit Wachs und kommen damit super gut klar. Für mich ist Wachs gar nichts, weil ich das ständig entweder auf den Stein habe oder aber, also auch aus diesen Spitzen hier geht es mir ganz oft raus und ich bin halt ein extremer Drücker. Könnt ihr hier auch sehen, wenn ihr mal genau hier in die Spitze guckt, dann seht ihr, dass Putterfix hier durch meine Drückerei sogar bis nach hier oben. Ja, ich bin einfach jemand, der, ich weiß es nicht, warum, fragt mich nicht, ich kann nicht so zierlich sanft legen, nein, ich bin immer jemand, der Vollstoff gibt. Ja, und dann passiert eben, dass die Spitze, das ist ja eine Metallspitze, die hier eingearbeitet ist und die ist oben offen und unten offen. Ja, und dann haben wir eben eine Putterfix mit hier oben drin. Jetzt könnte ich mich deswegen aufregen, aber nee, mache ich nicht. Punkt. So, das zu dem Thema. Ich wurde auch gefragt wegen Bilderrahmen. Habe ich schon erklärt, Bild immer ausmessen und zwar von hier bis hier, Minimum, ja. Also von der einen Seite bis zur anderen Seite, von oben und hier unten, logisch. Denn das ist eure Originalgröße, ja. Also und achtet da bitte drauf, manche Hersteller geben die Originalgröße des Bildes an, manche Hersteller geben die Originalgröße der Leinwand an. Ist natürlich blöd, wenn ihr jetzt ein Bild bestellt oder einen Bilderrahmen. Man kann Bilderrahmen fertig bestellen. Müsst ihr einfach mal im Internet googeln. Gibt es ein paar Firmen, die es machen. Dann messt bitte vorher nochmal. Ach, hier ist mein Steinchen. Seht ihr, mit der gebogenen Pinzette kriege ich das einfach nicht gut drauf. Ist so, mit einer spitzen Pinzette geht es deutlich besser. Also spitze Pinzette heißt von oben. Dann ist sie nicht gebogen, sondern die ist dann ganz gerade. Zeige ich euch beim nächsten Mal. Habe ich jetzt gerade keine hier und müsste ich aufstehen im Schrank suchen. So, es ist natürlich blöd, wenn ihr einen Bilderrahmen bestellt und habt den nach der Leinwand ausgemessen oder habt den, geht danach, was die Leinwand so erzählt. Ja? Das ist dann ein bisschen blöd, weil dann habt ihr den Bilderrahmen umsonst bestellt. Und wie ihr da seht, habe ich bei der Josephine Wall habe ich einfach einen Bilderrahmen aus dem Internet. Ich habe das ganz genau abgemessen. Der Bilderrahmen sieht jetzt aus, als wäre Alu, ist aber Holz. Ja. Und dieser Bilderrahmen in der Größe, da wo ich ihn her habe, wird so um die
zwischen 56 und 58 Euro kostet er also schon. Ja. Aber bedenkt mal, wie viele Stunden ihr an so einem Bild sitzt. Und dann wäre doch wirklich schade, wenn dieses Bild nicht einfach wirklich in einem schönen Rahmen an der Wand hängt. Würdet ihr euch nachher immer ärgern. Deswegen investiert da auch mal rein, spart ein bisschen. Und diese Bilderrahmen zeige ich euch beim nächsten Mal. Dann hänge ich wirklich mal ein Bild ab, damit ihr mal seht, wie dieser Rahmen hinten aussieht. Ist eine Sperrholzplatte. Und diese Sperrholzplatte, da kommt dieses Bild drauf. Auch das zeige ich euch mal, wie ich ein Bild auf eine Sperrholzplatte klebe und dann diesen Rahmen drumherum. Also es ist wirklich einfach. Ihr müsst euch das wirklich so vorstellen wie ein ganz normaler Bilderrahmen. Ihr habt dieses Bild, tut das Bild da rein, hinten kommt eine Glasscheibe. Im normalen Bilderrahmen kommt ja hinten, nee, im Bilderrahmen ist vorne eine Glasscheibe und hinten dran auch so eine Platte, Mappe, was auch immer, Pappe. Und dann müsst ihr einfach nur oben, es sind so kleine Häkchen, die werden einfach nur so runtergeklappt und dann hält dieses Bild. Ja, also für mich fand ich einfach die beste Möglichkeit. Ich muss nicht mehr meine Rahmen selber basteln. Ich stehe nicht mehr im Laden und muss überlegen, oh, mit welcher Farbe paintest du das, mit welcher Farbe tust du jetzt die kleinen Rähmchen da bemalen. Nee, fand ich klasse. Hier könnt ihr auch unterschiedliche Farben bestellen. Aber wie gesagt, ihr müsst im Internet mal ein bisschen surfen. Sonst könnt ihr mich auch gerne anschreiben, dann kann ich euch mal den Link schicken. Ja. Ach, hier ist ja mein anderer blauer. Da ist er, der dunkle. Juhu. Da, so. Und den schmeiße jetzt ich einfach, fauli wie ich bin, hier rein. Wenn ich ganz große Lust habe, tue ich beim Abkitten. Abkitten bedeutet, ich bin fertig mit meinen Farben. Hier ist ja noch einer. Ich bin fertig mit meinen Farben und brauche die Schächtel für ein neues Bild, weil demnächst kommt der andere Vogel ja dran. Nehme ich euch auch wieder mit. Dann zeige ich euch dieses System, wie ich das praktisch abkippe. Und ich tue dann neu befüllen. Aber das ist ja auch wieder eine andere Geschichte und ich hoffe, dass ich bis ich dieses Bild hier abkitte von Painterbox meine Box habe, weil dann nehme ich euch nämlich direkt mit, stelle euch die neue Box vor und zeige euch dann, wie ich abkitte. Genau, weil da gibt es auch noch mal so ein paar Sachen, weil nicht immer die Farben vom Händler die gleiche Farbnuance haben. Da kann man dann eben auch mal gucken, wie man es macht, ob man es dann so zusammen mischt, ob man das Risiko eingeht oder ob man sagt, ach nee, lieber nicht. Hartsteinchen und Acrylsteinchen sind auch ein bisschen farbabweichend. Ich muss mal gucken, wie es nachher aussieht. Ja. Ja, ihr Lieben, ich glaube, ich frage euch jetzt mal. Ich bin ein totaler Lila-Freak. Was immer ihr seht, ist bei mir lila. Ich habe alles in lila. Alles. Und so habe ich auch hier meine Lieblingsstifte in lila. Painterbox hat mir jetzt auch. Da habe ich auch so einen schönen lila beim ersten Toolkit mitbekommen. Den habe ich aber gerade nicht hier liegen. Diese Stifte, diese beiden, sind tatsächlich personalisiert. Die habe ich mal aus Amerika. Dann habe ich mir selbst die Blöcke ausgesucht und habe denen gesagt, ich möchte das und das Muster haben. Und dann haben die mir die geschliffen. Sind natürlich teuer. Ich habe Hidden hier entdeckt bei auch dem großen Händler mit A. Und ich frage euch jetzt, ich möchte gerne mal von euch wissen, wo kriege ich wunderschöne lila Stifte her? Weil es ist nochmal Zeit, einen neuen Stift zu holen. Den hier liebe ich ja auch, heiß und innig. Der hat auch Metall, also der hat Metallspitzen, die sind komplett aus Metall. Manchmal liegt er mir ein bisschen schwer in der Hand, aber ich finde den hier, also gerade wenn ihr euch das hier mal so anguckt, liegt der richtig gut genau hier, weil er hier ganz schmal ist. Hat also, ist bewusst, warum er so aussieht. Ja? Und auch der hier ist relativ witzig, aber in der Haptik, also manchmal, ja, ist er nicht ganz so angenehm. Ich liebe diese dicken Stifte. Ich komme mit den schmalen eigentlich gar nicht mehr gut klar. Ich finde diese dicken einfach nur gigantisch, weil die... Ich kann da stundenlang mit painten, ohne dass meine Hand ermüdet. Bei den dicken bin ich mit den Fingern schon direkt hier so. Und wenn ich dann so fest drücke, kriege ich irgendwann hier Krämpfe. Wenn ihr mir sagen könnt, oder am besten zeigt mir oder gebt mir Tipps oder erzählt mir, wo habt ihr Stifte her und welche von euren Stiften ist lila und wo kann ich die bestellen? Ganz mega, würde mich mega, mega interessieren.
Ich glaube, das war's für heute. Sonst werden die Videos wieder so lang. Meistens mögen wir ja lange Videos, weil wir dann dabei pennen können. Ich habe heute nichts Großartiges Neues erzählt. Nur noch mal so ein paar Tipps und Tricks. Aber ich wollte mich einfach noch mal bei euch melden und sehe hier gerade, spontan, habe ich hier doch tatsächlich einen Pfeil übersehen. Also was? Das ist die 820. Hier, könnt ihr mal sehen, wenn ich so, ne? Mit Patafix möglich. Könnt ihr einfach hier, ich zeig's nochmal, einfach so rausholen. Das klebt direkt fest. Blöd ist nur, wenn zwei dran kleben. So, es klebt direkt fest, rein, Deckel zu, tschüss. Ja. Zeige ich euch nachher auch mal, wenn ich mit dem Bild fertig bin, dann nehme ich meistens diese Lampe, nehme die ganze Leinwand, kipp mir die Lampe so nach oben und gehe mit der Leinwand einmal so durch. Weil dann kann ich nämlich genau hinter der Leinwand sehen, wo noch eine Lücke sein könnte. Aber zeige ich euch, sobald ich hier fertig bin. Ihr Lieben, das war's für heute. Kameramann hat gute Arbeit geleistet. Vielen Dank. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, Vormittag, Nachmittag, wann auch immer ihr das Video guckt. Und bin bald wieder mit neuem, ja, mit meinem Fortschritt hier. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss.